Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Stalker Clear Sky. Ja, in den letzten Folgen waren wir, oder in der letzten Folge, oder waren es zwei? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren wir hier unterwegs, um die restlichen Aufträge zu erledigen. Ich habe mal nachgeschaut, der Koffer, der hier verlangt ist, der ist hier im Untergrund vom Agroprom-Forschungsinstitut. Und ja, bei dem dunklen Tal, beziehungsweise dem doofen Tal, wie ich es mittlerweile fast nenne, ist die Sache so, ich war, beziehungsweise jemand von euch hatte ja geschrieben, dass es bei ihm so war, er hatte eine ältere Savegame von mir geladen und ist ins dunkle Tal gegangen. Da war dann, wie bei mir auch, eine Emission und da waren dann soweit eigentlich alle weg und kurz nach der Emission sind wohl alle wieder gespawnt. Es kann natürlich sein, dass ich nicht lange genug gewartet habe. Wir werden auf jeden Fall nochmal hingehen, denn ich war mal offscreen da, habe mal auf eine Emission gewartet, aber nach ein oder anderthalb Stunden etwa müsste es gewesen sein, kam immer noch nichts. Also werde ich einfach mal noch dahin gehen und schauen, wie es, ja, wie es jetzt da aussieht. Ja, dann der Plan für diese Folge ist eigentlich zurück erstmal durch die Sümpfe hoch zum Agroprom-Forschungsinstitut und vom Institut gehen wir auf jeden Fall in den Untergrund. Das ja, will ich auf jeden Fall noch machen und ja, von da aus, ja, je nachdem, wie weit wir dann kommen, dann bringen wir erstmal die Waffe zurück und von der Waffe bringen wir es, wie heißt es, die Waffe bringen wir zurück zu den Wächtern und von den Wächtern gehen wir dann rüber zum dunklen oder doofen Tal. Was anderes nebenbei noch, mir ist, ja, leider nicht schon für die Folge gestern aufgefallen, sondern ist mir erst gestern Abend aufgefallen, also kann ich es heute in der Folge erwähnen. Gestern war mal wieder Jahrestag von der, ja, von dem Unfall oder der Katastrophe in Tschernobyl. Das ist nämlich am 26. April 1986 war das. Das heißt, es sind mittlerweile schon 29 Jahre. Nächstes Jahr wird es 30. Ja, soweit Happy Birthday sagen kann man da wahrscheinlich nicht. So, wohin kannst du mich führen? Oh, der kann mich nur, das schaue ich mal kurz. Denn ist ja eigentlich kein freudiges Ereignis. Im Gegenteil. So, wir schauen mal, wo er uns hinführen kann. Abgebannter Dorf. Ich mach mal einfach Maschinenpark. Ja, es ist kein freudiges Ereignis. Auf der anderen Seite, wenn das nicht passiert wäre, sehe ich jetzt wahrscheinlich nicht hier und würde dieses Game zocken. Na gut, den Rest würde ich sagen, laufen wir. Und müssten dann da, okay. Also es hat, oh, Lager verteidigen, ja, da helfen wir auf jeden Fall eben noch. Es hat definitiv noch ein paar, ganz paar kleine Vorteile, aber keine guten. Ja, sehr gut. So, mal eben schauen. Das haben wir schon irgendwie, ist gar nicht weg. Ich schaue nochmal, ob wir hier wirklich alles Dashes haben, aber scheinbar schon, ja. Gut. Entschuldigung. Ich habe es aber auch immer, sobald ich irgendwie aufnehme, dass ich irgendwas im Hals habe. Das ist ganz schlimm. Ja, andererseits bin ich aktuell am Überlegen, wie ich es mache. Also, ob ich direkt im Anschluss jetzt Call of Pripyat zocke oder ob ich zwischendurch noch was anderes reinschiebe. Aber vermutlich wird es so kommen, dass ich Call of Pripyat direkt zocke. Danach die ja, Lost Alpha, die ich auf jeden Fall auch noch vorhabe, ist so eine Sache, ob ich das dann wirklich direkt danach mache. Wahrscheinlich werde ich eher ein bisschen Pause machen. Erstmal schauen, dass wir hier gerade die
mal ein bisschen reinhalten, wo es herkommen könnte. Das ist natürlich eine blöde Position, an der ich angefangen habe zu schießen. Von hier sehen wir aber auch nicht viel. Ja, ich glaube, das Problem ist, die KI kann hier ein bisschen durch das Gras schießen, oder Gras sehen, eher gesagt. Was wir ja nicht können. Was definitiv ein Nachteil ist. Ich nehme mal eben die Mosin. Vielleicht sehen wir damit ein bisschen besser. Und ich hau voll daneben. Das war ein Treffer. Und laut Radar ist keiner mehr da. Gehen wir mal dahin. Ja, ich hatte auch, je nachdem, wie es euch interessiert und ob ihr auch Dark Souls schaut von mir. Ich hatte vielleicht vor, nach Dark Souls noch eine Runde zu machen oder Devil May Cry zu zocken. Den dritten, vierten? Ich glaube vierte ist es. Ja, vierte, genau. Oder Alan Wake habe ich auch noch geplant. Und ihr könntet natürlich auch dementsprechend anstatt nach Dark Souls nach Call of Pripyat, je nachdem. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, an was ihr generell Interesse hättet oder ja, vielleicht habt ihr auch gar nichts von denen Interesse. An gar nichts von denen Interesse, ich laber hier schon wieder Scheiß zusammen. Aber ja, eigentlich Call of Pripyat möchte ich schon noch gerne hier nachmachen. Da es ja wirklich zusammengehört, die Lost Alpha kann man wirklich nachher nochmal machen. Und vielleicht noch irgendwas dazwischen schieben vor. Oder vielleicht kommt ja auch in der Zwischenzeit schon der Freeplay-Mode von Severium, müsste das glaube ich ausgesprochen werden, raus. Dann würde ich das auf jeden Fall auch zocken. Gerne auch mit jemandem zusammen. Also das ist gar kein Problem dann. So, wir müssten jetzt, genau, wir sind hier. Ich schaue nochmal, ob es da hinten vielleicht ein Artefakt gibt. Ein bisschen, nee. Hier ist keins oder keins mehr. Ich glaube, wir haben ja schon mal eins geholt. Gut, dann gehen wir mal ins Agroprom Forschungsinstitut. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, wo hier ein Eingang war. Ich glaube, hier vorne ist auf jeden Fall einer. Dann gehen wir nämlich auf jeden Fall dahin. Ja. Da weiß ich auf jeden Fall, wo einer ist. Irgendwo hier hinten ist auch noch einer, aber ob ich den jetzt finde, ist die Sache. Deshalb versuchen wir mal da reinzukommen. Ich weiß nicht, warum hat er jetzt so viel Ruckler wieder? Oder ist das hier der Eingang? Das könnte es sein. Ich schau mal kurz, die Ruckler sind ja gerade nicht mehr normal. Keine Ahnung, woran es liegt. Also an meinem PC liegt es eigentlich nicht. Hier sieht es auf jeden Fall aus. Ja, genau, okay. Hier geht es auf jeden Fall rein. Dann schauen wir uns hier drin nochmal um. Gucken mal, ob wir den... Was war es jetzt? Koffer, glaube ich, ne? Neun Leute sind? Okay. Aber es sind auf jeden Fall ein paar Freunde. Hol dir deine Belohnung. Koffer eines Wächters, genau. Der Koffer war's. Boah, das rum. Haben wir hier eigentlich... Hier drin haben wir jetzt keine... Also, kein Map auf dem PDA. Hier liegt noch Medikit rum, okay. Aber... Ja, wie scheint, haben sich hier ein paar Befreundete... Oder was heißt Befreundete? Ein paar Neutrale niedergelassen. Da sollte uns jetzt nicht so viel passieren. Mal schauen, wer das denn so ist. Das sind wahrscheinlich Wächter, oder? Wächter, genau. So, schauen wir mal. Ups. Ja, hier kommt man wieder super durch, Leute.
Ihr habt euch ja echt gut hingesetzt. Nee. Jetzt hänge ich irgendwie ganz komisch fest. Ach Gott. So, jetzt haben wir es geschafft. Den können wir nochmal durchsuchen. Ja, der hat nichts Interessantes dabei. Ja, ein Reparaturkit, scheinbar, oder? Oder ist das der Koffer? Koffer eines Wächters. Nee, das ist der Koffer, okay. Alles klar. Ja, jetzt müssen wir hier nur noch wieder rauskommen irgendwie. Ja, das ist jetzt die Sache, hier wieder rauszukommen. Oh, hier links können wir in die Wand reingucken. Hallo. Ach Gott, Leute. Ich will sie jetzt auch nicht abknallen. Anders kommen wir hier, glaube ich, auch nicht wirklich raus. Nee. Ja, das könnte vielleicht klappen. Wenn wir hier drauf sind und... Na. Hier drauf sind und rennen. Nee. Nee, das klappt nicht. Ach, Leute. Kann ich hier nicht mit denen reden, irgendwie? Ja, nein. Ich will hier aber... Das gibt's doch nicht. Aha. Vielleicht von der Seite hier ist ja so ein... Es ist ja ein bisschen höher. Vielleicht können wir von da irgendwie... auf die Leute draufspringen, aber... scheinbar nicht. Nee. Ja, hier ist auch das Rohr im Weg. А теперь музыкальная пауза. Also hier ist doch eigentlich mehr als genug Platz, um durchzugehen, aber... ja. Das Game sieht's wohl anders. Och Leute. Wirklich? Da regt sich trotzdem keiner. Okay, ich teste einfach mal eben. Okay, das war keine gute Idee. Ja, ich habe mich jetzt extra schon gar nicht gewehrt, da ich jetzt auf jeden Fall den Autosave laden werde. Es wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir jetzt deswegen nicht da durchkommen. So, hier lag ein Medikit. Das nehmen wir natürlich mit. Und so, dann schauen wir mal. Vielleicht sind die jetzt ein bisschen besser positioniert, aber ich bezweifle es lang. Also ich bezweifle es eigentlich. Oh doch, sieht gut aus. Nehmen hier mal schnell alles mit. Ja. Yes. Naja. So. Ja, das ging doch einfach. Weiß gar nicht, ob hier... Nee. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass irgendwo da oben noch was ist, aber ich glaube, das war in einem anderen Teil. Oh, hallo. Kistchen. Komm mal da von der Seite. Da komm mal ran. Aber lag scheinbar auch gar nichts drin. Gut, dann schauen wir mal eben noch. Laufen wir eben hier hinten hin. Nee, so wie es aussieht. Nee, hier ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir zurück und gehen wieder raus und bringen dem Wächter seinen Koffer. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir danach noch einen Auftrag. Wenn nicht, dann gehen wir... oder je nachdem auch was für einen Auftrag. Gehen wir danach ins... dunkle Tal. Moment, habe ich eigentlich eben gesagt, wo das... also wo ich das mit Chernobyl erwähnt habe, mit heute? Es war auf jeden Fall, wenn dann gestern. Ich weiß es gar nicht. Wenn dann war es gestern, dass es der, ja, so gesagt, sozusagen der Jahrestag war.
Aber ich weiß jetzt gar nicht. Gut, die Stalker-Spiele spielen natürlich soweit alle später. Also die spielen ja nicht kurz nach der Katastrophe, sondern alle später. Ich glaube so um 2000 rum müsste es gewesen sein. Okay, eine Mission. Da gehen wir schnell. Ja komm, das soll man auch schaffen. 40 Sekunden. Ja, 40 Sekunden wird ein bisschen eng. Ich verstecke mich erstmal hier drin. Können wir eigentlich in der Zeit, oder? Schau mal eben, was wir im Inventar hatten. Genau, ich wollte sowieso noch was verkaufen. Dann können wir das in der Zeit mal machen. Oh, ich habe Informationen über Verbesserungen gefunden, die du wolltest. Danke für deine Hilfe. Jetzt kann ich neue Verbesserungen durchführen. Sehr schön. Okay, da können wir mal eben reparieren. Die hat noch alles. Was war denn das hier? 9x18 mm Kaliber und das ist ein Aussatz, der den Lauf verlängert, erhöht die Mündungsgeschwindigkeit. Ja, das nehmen wir doch. Da können wir nichts machen, haben wir hier repariert, ja. Beziehungsweise ist noch heile. Gut. Dann war das jetzt. Da war es noch eins weiter oben. Ach nee, der Händler war ja unten im anderen Gebäude. Mal schauen, wie lange. Das sind immer noch 27 Sekunden. Wobei, ich glaube, die Zeit sind gar keine Sekunden, oder? Definitiv keine, nee. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei geschaut, das sind, glaube ich, 6 Sekunden pro, ja, Spielsekunde so gesehen. Das heißt, wir hängen gerade hier eigentlich fest. Haben nicht wirklich was zu erledigen. Wir können mal hochschauen. An unsere Kiste. Wir können noch mal ein bisschen was aussortieren. Das hier zum Beispiel alles brauche ich nicht. Dann nehmen wir die raus. Die hier nehmen wir komplett raus. Wir haben noch einen Schalldämpfer. Den behalte ich erstmal. Oh, und du bist 9x19, da brauchen wir aber auch nicht so viel. 9x18 brauchen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht. Die hat ja 9x19, nee, dann brauchen wir sie eigentlich gar nicht. Und 9x18 brauchen wir auch nicht. 9x19, aber nicht so viel. 9x19 ist in Ordnung. So, dich brauchen wir auch nicht. 9x39 SP6 brauchen wir auch nicht. Die Munition lege ich jetzt auch mal komplett ab wieder. Und die nehme ich mit, die Scharfschützenmunition und Schrotmunition und für die AK, genau, weil die AK-74 möchte ich gerne wieder verkaufen jetzt. Die Karte des Roten Waldes, der verlorenen Gruppe. Fängs BDA, wiegen die eigentlich was? Naja, 0,1. Ich glaube, Fang Speedy. Ach nee, komm, ich nehme sie mit. Wer weiß nicht, dass sonst irgendwas wieder nicht ganz passt. So, nochmal ein kurzer Überblick. Wir könnten eigentlich nochmal 3 Strahlungsschutzmittel hier lassen. 3 Medikits. Gut. Sieht ja gut aus hier. Und ja. Was denn eigentlich, ne? Ja. Was bald mal. Und ich packe mir mal auf meine AK. Packe ich mir mal Schalldämpfer. Habe ich jetzt mal Lust drauf. Denn so langsam bin ich, ja, nicht die AK leid, aber der Ton. Ich habe mich so dran gewöhnt, da würde ich gerne mal ein bisschen mit Schalldämpfer zocken. Ist ja auch nicht schlecht. So, Moment, da hatten wir noch. Genau, da müssen wir noch die Verbesserungsteile hinbringen. Und dann geben wir ihm mal den Koffer hier. Ah,
Oder was? Nee, war er es gar nicht. Wir handeln erstmal mit ihm. Wir kaufen ihm die und die Pistole. Und er hat wieder nichts Besonderes eigentlich. Nee. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen... Oder? Ich könnte ein bisschen hiervon kaufen. Ach du Scheiße, nee, bei dem Preis nicht. Definitiv nicht. NATO-Munition hat er gar nicht da, oder? Nö. Gut, dann... Aber eigentlich war er das doch mit dem Koffer, oder? Hol dir deine Belohnung. Ah ne, hier hinten war der Koffer. Gut, dann gehen wir erstmal dahin, holen uns dann hier die Belohnung. Denn wahrscheinlich sagt er uns auch wieder nur, ja, hol dir da und da die Belohnung. Hier hast du, was du wolltest. Danke. So, wie kann ich dir helfen? Gar nicht, okay. So, dann sollte das hier alles gewesen sein. Falls ich jetzt irgendwo was vergessen habe, wo ich Aufträge annehmen kann, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, denn wir gehen bald weiter und dann kann man ja wohl nicht mehr zurück. So, hast du was für mich? 1750. Ist in Ordnung. Und dann begeben wir uns zum dunklen Tal. Und schauen mal, wie es da aussieht. Quicksave. Ja, das ist auch genau passend, dass ihr es nämlich jetzt in die Kommentare schreiben könnt. Denn die nächste Folge werde ich wahrscheinlich, ja, den Abend, nachdem diese Folge raus ist, aufnehmen. Was bedeutet, ich weiß in der nächsten Folge schon, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Und kann danach gehen. Passt dann ganz gut. Besonders, ja, bei sowas wie jetzt, wo es dann vermutlich kein Zurück mehr gibt. Bauen hier schon wieder eine... Ich dachte mir auch, dass hier geschossen wird wieder. So. Hört sich ja auch nicht schlecht an. AK mit Schalldämpfer. Ich sehe gerade keinen mehr, aber müssen... Doch irgendwo ist hier noch... Ist der da gelegen oder was? Auftrag erfüllt. Sind alle tot? Jo. Sehr gut. Und dann gehen wir aber direkt weiter. Ich will mich hier jetzt nicht groß aufhalten mit Looten. Und machen uns auf den Weg ins dunkle Tal und hoffen, dass diesmal alles gut läuft. Ja, ich bin echt mal gespannt, was hier noch so, ja, was noch kommt. Beziehungsweise was noch kommt, wie es da jetzt wirklich ausgehen wird im dunklen Tal. Boah, ist das dunkel geworden. Machen wir mal Nachtsicht an. Boah, hier vorne sind Freunde, das ist okay. Gehen wir außen an denen vorbei. Och nee. Bitte nicht. Nicht jetzt. Zeit bis zur Emission 36 Sekunden. Hä, hey, wo soll ich mich hier denn jetzt vor der Emission verstecken? Ich überlege gerade, ich wüsste gerade nichts, wo man sich da verstecken soll. Das bedeutet, ich renne einfach mal. Man sieht es auch im PDA. Ja, da drin, da kann ich mich nicht verstecken. Das könnt ihr vergessen. Da ist alles voll mit Banditen. Ah, da oben kann man sich auch... Gut. Aber so viele Emissionen gerade kommen? Einen nach der anderen eigentlich. Jetzt sieht man natürlich gar nichts mehr. Wow, sieht aber gut aus. Am Himmel. Lass mich mal bitte hier hoch. Ja, jetzt sehe ich nichts. Komm. Natürlich stehe ich falsch. So, ich stelle mich einfach mal hier hin. Wobei man soll... Weiter unten.
Oh, hier gibt's. Sind das auch noch unsere Sachen? Ich nehme mal, wenn dann die Verbände mit, das Strahlenschutzmittel auch. Ist ja jetzt nicht viel, was hier drin ist. Der Rest kann eigentlich hier bleiben erstmal. Oh, jetzt. Na ja, gut. Jetzt bin ich wenigstens unten. Wir können mal schauen, ob wir dann was von der Emission sehen, groß. Es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Also so wirklich sicher würde ich mich hier jetzt nicht fühlen bei einer Emission. So wirklich viel passiert hier gerade auch nicht. Als ob irgendwie irgendwas da gerade nicht stimmt. 15. Gut, wir können es eigentlich mal probieren. Ich mache mal einen Quick Save. Und wir probieren mal einfach weiterzulaufen. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Also ja, richtig geil noch nicht. Sieht schon gut aus, aber noch nicht so extrem. Es gibt Schöneres. Definitiv. Ich sag nur Clear Sky Misery Mod. Ach, Clear Sky, Call of Pripyat Misery Mod. Da sehen die Emissionen richtig genial aus. So, dann laufen wir mal ins dunkle Tal. Und beten, dass hier alles in Ordnung ist. Ich vermute langsam, dass wirklich irgendwie am dunklen Tal liegt. Dass teilweise die Gegner verschwinden. Okay, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Oder? Ja, drei. Müsste gleich vorbei sein. Okay. Wir schauen mal, ob der Autosave geht. Teilweise geht es ja, dass man ein Autosave lädt und dann ist die Emission weg. Aber jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Man kriegt nicht einfach Schaden teilweise, sondern... Nee, es ist noch da. Wie es scheint. Ja. Dann laden wir einen Quicksave. Also die Emissionen funktionieren scheinbar so, dass man nicht einfach Schaden kriegt die ganze Zeit, wenn man dann draußen ist, sondern... dass am Ende überprüft wird, ob man an einem sicheren Ort ist. Und wenn man an einem sicheren Ort ist, dann passiert einem wohl nichts. Und wenn man nicht an einem sicheren Ort ist, dann, ja, war's das. Bestimmt mal hier genau mittig rein. Mal schauen, sind noch 10. Ja, nebenbei mal eine kleine Bestandsaufnahme. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen dann... viele Lager bei den Militärlagern. Moment. Wir waren in den Militärlagern noch gar nicht, ne? Ja. Das heißt, wir müssen vom Roten Wald ins Militärlager. Von da aus, ich bin gerade nicht mehr auf dem neuesten Stand bei der Story, deswegen müsste ich selber gerade nochmal nachschauen. Das ist alles ein bisschen länger her. Ja, müssen wir zum Militärlager, dann wahrscheinlich zurück in den Roten Wald nach Limansk. Und von Limansk geht's dann zum verlassenen Krankenhaus beziehungsweise zum Tschernobyl-AKW. Das war's dann wahrscheinlich schon. Also Pripyat kommt wohl gar nicht drin vor. So, Emission ist vorbei. Dann können wir weitergehen. Sieht's noch? Ja, ein bisschen sieht man es noch, dass eine Emission war. Ja, also ist scheinbar gar nicht mehr so viel. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre noch mehr. Aber okay. Wobei, es kann natürlich auch sein, dass ich mich ein bisschen täusche. Wer weiß. So, wir gehen rüber. Und schauen mal. Ja, die Folge ist jetzt eigentlich vorbei. Ich würde aber sagen, wir gehen auf jeden Fall eben noch bis ins Lager. Sie
Hören die gar nicht? Also so extrem ist der Schalldämpfer jetzt eigentlich auch nicht. Aber ist in Ordnung, wenn sie es nicht hören, ist okay. Ja, für alle, die jetzt das vorher nicht miterlebt haben, die hier muss ich immer mit erledigen. Denn statt ja ein Event am Anfang und man hier erstmal reinkommt und bla bla, auf jeden Fall das Event, ja, habe ich nicht gemacht, beziehungsweise gab es ein kleines Missverständnis. Und dadurch muss ich sie jetzt jedes Mal abschießen. Weil sonst, wenn ich jetzt auf die zulaufe, würden die einfach nur auf mich draufballern. So, mal schauen, wie spät haben wir es eigentlich? 22.09 Uhr. Ja, dann gehen wir auf jeden Fall ins Lager und schau mal. Ich habe nebenbei übrigens auch rausgefunden, wie man an den Stash kommt, da oben. Das habe ich halt, ja, während ich auf die Mission gewartet habe hier im Lager, habe ich das mal probiert irgendwie rauszufinden und habe es gefunden. Und ja, nebenbei, wir machen noch eine andere Sache eben, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Bevor ich es vergesse, ich wollte hier oben nämlich nochmal gucken, da habe ich das eine Mal ja so ein grünes Leuchten gesehen. Da wollte ich nochmal gucken, ob es da vielleicht irgendwas gibt. Warum ist eigentlich nur so eine Waffe entladen? Keine Ahnung. So, dann machen wir erstmal Nachtsicht. Aha. Sieht aus, als ob es da was gäbe. Kann man hier über den... Ja. Ich wollte nicht runter. Aber mach das Licht an. Ich wollte hier auf den... Na, jetzt geht er hoch. Auf den Zaun. Aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Können wir hier runter? Nein, definitiv nicht. Hier. Sieht gut aus. Und da haben wir... Was haben wir da? Ein Kloß. Ein relativ seltenes und teures Artefakt, das chemischen aktiven Gebieten vorkommt. Es wird besonders für seine Eigenschaft geschätzt, das allgemeine Wohlbefinden des Menschen zu verbessern. Das ist strahlungsaktiv. Plus 4 Gesundheit und plus 2 Strahlung. Dann nehmen wir die Qualle mal raus. Tun das rein. Das dürfte ja passen, oder? Minus 4 Strahlung. Minus 6 sind wir bei minus 10. Plus 2 sind wir bei 8. Plus 2 sind wir bei 6. Plus 1 sind wir bei 5. Also haben wir immer noch 5 Strahlungsschutz durch die Artefakte allein. Und dann, ja, gehen wir jetzt ins Lager und machen da... Wie man sieht, sind alle wieder da. Es ist irgendwie komisch. Manchmal sind sie weg, manchmal sind sie da. Aber ich schätze, dass das letzte Mal vielleicht wirklich mit der Emission zu tun hatte. Und ja, sind alle da, soweit. Gut, dann mache ich hier Schluss. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Stalker Clear Sky.